Ach Gottchen. Minis. Hier können wir... Warte mal. Was? Hier war ein Legendenobjekt. So, hier ist noch ein Locust-Nest. Dings da. Wo bist du? Ja, ich komme ja schon. Ich habe Fliegen an mir. Ja, wo Locust ist, sind meistens mal Fliegen, ne? Und noch ein bisschen ins Objekt. Also die gibt es hier echt eine ganze Menge, ne? Kann das sein? Also ja, ja, klar. Da haben wir echt, da ich, das sind ja so viele Punkte bisher, die ich bekommen habe. Ist krass. Ich habe schon wieder 40 SP. Oh, nicht schlecht. Ausgeben. Abilities. Dafür brauchte ich AP. Das sind also passive. Und passive Elementarismus hatte ich ja schon voll. Dann bei Blut gehen wir mal erstmal die passiven. So, fehlt mir in der Reihe nur noch die rote Flut. Ich dachte, die kommt nur bei Frauen. Das war jetzt unter der Gürtellinie, ne? Das war nicht gut. Ich hab das jetzt einfach mal so schweigend. So. Hm. Oh, wir brauchen eine Keycard. Hast du eine Keycard? Ich habe auch noch keine Keycard. Hier liegt eine. Nehm mal doch die. Na, Hallstattstor! Hallo! Kommt auch gleich eine Leiche entgegen, die sind nicht schön. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist... Also ich finde das ein bisschen eklig mit den Fliegen. Ja, ich hasse Fliegen. So, was haben wir denn hier? Außer toten Orochis. Davon haben wir eine ganze Menge. Irgendeine Forschung über diese komischen Lokusten. Weil hier ist doch schon das Ding. Wo willst du hin? Suchen wir noch irgendwas, oder? Nee, ich hatte dich gesucht. Ich bin da in den Raum, kurz. Einer von denen war offen. Aber da war nichts Gescheites drin, außer irgendeine Information über Lokuste. Noch mehr Fliegen. Schön. Das gefällt mir. Die hängen da alle irgendwie. Also ich schätze mal, die kommen auch in irgendeiner Weise nacheinander. Oder nachdem wir ihn getötet haben. Ja, jetzt kommen sie. Das scheint mir aber auch sehr Lebensenergie getriggert zu sein. Ja, ja, das... Eine Sauerei. Ja, ne? Das ist schon ein bisschen eklig. Also das finde ich nicht schön. Ich hasse Insekten. Ja. Bäh. So, was hast du jetzt hier? Ja. Ach, halt, stopp. Kommando zurück. Take Keycard, da ist er. Travel to floor 72. Und da sind wir auch schon bei Anansi. Und Anansi scheint ja das letzte zu sein, oder? Vom Wardroom und dem Penthouse. Dann gibt es noch ein Wardroom und ein Penthouse. Hm. Hoffentlich mit Hugh Hefner. Nee, den, also Hugh Hefner will ich nicht, der ist tot.
Das ist der Orochi Hugh Hefner, ist das. Den haben die geklont. Hätte es nicht einen einfacheren Weg gegeben, ja, ne? Deprimierend. Aber du hast ihn auch nicht genommen, so wie es scheint. Ich bin schon beim Elevator, also. Anansi Technologies. Mit dem Totempfahl daneben. Oh Gott, oder es ist ein echt übertriebenes. Na, keine Ahnung, was es sein soll. Aber die dämonische Aegis-Test-Dummy. Finde ich gut. Okay, ja? Dann defeaten wir mal. Hatte die zwei Lebensbalken? Wahnsinn. Schild, 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 das ist die Aegis-Scheiße. Aegis-Scheiße? Das ist was du in Tokio generell machen musstest. Die verschiedenen farbigen Schilder hatten früher alle Mobs. Ah. Und Schild nicht weg, hier musst du rein, wo willst du denn hin? Was? Bot, 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 bot. Es geht sogar auf. Eine Psychic Aegis Dummy. Aber man brauchte man diese verschiedenen komischen Psychic Tower Dinger. Du musstest was haben, was die Dinger wegmacht. Ah, okay. Nervig wird, wenn die Teile mehrere Schilder haben. Dann brauchtest du mehrere Sachen. Oh, vielen Dank, er ist ja sehr nett. Kannst du mal nur eins zur selben Zeit erkippern? Alles klar. Falsche Farbe. Ach, die haben rot. Aber anscheinend geht das Schild auch so weg, ohne dass man das Ding da aktiviert. Nein, nein, nein. Thanks. Ach, er macht uns sogar immer auf. Ja, ich glaube, er hält uns für Testleute. Ah, das ist ja nett von ihm. So, Purple starten. Wir schließen noch hier die Tests mit Bravour ab. Ja, Mädels, komm, zack, hier, du hast doch keine Zeit. Ich denke, hier ist doch noch, Na, hier ist auch noch was. So, jetzt, das waren die mit den roten. Das waren auch die. Und jetzt müssen wir noch eins machen. Ach nee, das. Jesus, weiß ich, ich bin mir nicht sicher, dass das schon der letzte war. Wahrscheinlich nicht. Nee. We owe so much to you.
Nein. Wissen Sie, ob wir etwas übersehen? Oh, nice. Aber man kann nicht in alle Testräume rein, oder was? Müssen wir ja auch, weil, ne, so eine Sonderquest und so. Glaube nicht. Kommen wir gleich Purple hinterher. Purple. Wieso rot habe ich jetzt, mein Gott? Ist das nicht egal? Welche Reihenfolge? Jetzt ist Purple an. Jetzt sind alle down. Ja, mein Freund. Willst du mir sagen, das reicht noch nicht, oder was? So, goal complete. Explore the Dings und in der Mitte. Toll, jetzt müssen wir auf den Typen warten, bis der hier hinkommt. Oder was? Ja, Orochi, Leute, was auch immer. Hallo! So, eins, zwei, also wir haben, wir müssen immer, kommen da mehrere? Wahrscheinlich, ne? Dann müssen wir immer das Richtige machen. Sag mal ja. Was haben wir? Lilla haben wir hier. So, was kommt als nächstes? Red. Red. Ist total toll, dass die immer so lange brauchen, bis ich meinen AE wieder habe. So, dann, ich gehe mal davon aus, es kommt blau. Aber... Na, es ist ja auch nochmal was Rotes da, so ist das jetzt ja nicht. Nochmal Purple da. Aber Blau, ja. Und Purple. Nee, Purple. Wie kommst du auf Blau? War deiner nicht? Nee, das war auf Blau. Nein. Das sah unten blau aus. Du hast höchstens einen blauen Star, ne? Also ich glaube, den gibt's nur in grün. Den gibt's auch nur in grün. Er hat gar kein Schild. Er ist ein Noob. Oh doch, er hat... Nein, er ist Purple. Ja, er wurde Purple, aber... Mehr auch nicht. Blau! Ja. Bin ja schon dabei. Blau, blau, blau. Gold. Ja. Und nö, das war's, oder was? Ja, Elevator Keycard. Zack. Yay! Ich will ihn aber ganz alleine gegen Amy sehen. Ja. Gegen Amy ja. Winehouse. So in der Art, ja. Du wirst weinen. Nein, also Amy Winehouse, bin ich mir hundertprozentig sicher, war in der Produktion von dieser Veranstaltung nicht involviert. Ich sage dir, er wird weinen. Weinen bei Amy. Aber sowas von. Anansi. Hey, die Abkürzung. Aber das ist bestimmt zu, oder? Nö. Power Control. Okay. Control Power. Step into the Augment Reality. Oder Augment Reality Machine. Alles klar.
Standby. Na, woran erinnert sich der Scheiß? Das für da ist immer noch gar nicht. Das wirst du lieben hier. Auf jeden Fall. Press the start button. Come on. Yum, 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 yum. Go ahead. Nein. Ja, das ist geil. Wie cool ist das denn bitte? So, bevor du da jetzt rumrennst, ja, denke mir, überlege dir bitte, welche Orochi-Sachen du nimmst, um welchen Dings zu töten. Die kommen wieder. Nicht alle. Ach, ich probier's. Kannst ein Achievement. Was machst du? Ich verstehe es. Keine Ahnung. Use the Orochi Power to defeat the ghosts and escape the machine. Und wie? Du hast ja reinlaufen, mit wenn die, wenn die Orochi Power aktiv ist. Und nur dann. Das ist assi. Ja, ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Gerade eben diese Freude, ja! Und ja, jetzt, aber Pac-Man, Pac-Man hätte ich mir gewünscht. Halt, wo man was einsammeln muss und ja, so. Ja, du musst das mal vielleicht timen und so, ne? Tja, da haben wir schon das Problem. Ich habe nur noch einen für zwei. Und die nein, da hinten ist auch noch einer. Oh ja, stimmt. Früher musste man überlegen, welchen man wofür nimmt. Da sind sie nicht respawned. Also die da hinten jetzt tot? Ja. Gut, dann geht's hier raus. Ich fand das sehr geil. Ja, das ist sehr cool. Ich hätte mir zwar vielleicht ein bisschen mehr Pac-Man, weniger irgendwas da gewünscht. Aber es war auch schon so cool. So, pick up the elevator keycard. Elevator keycard. So. Travel to Anansi floor 68. Nee, ach ja, ist schon richtig. Beim vorherigen Pac-Man durftest du auch nicht an die Wände rankommen, das hat dich auch gekillt. Oh. Mhm. Ah, das könnte dann schon ein bisschen schwieriger werden, das stimmt schon, ja. So. My name is Amy. Hello. I am a ninth generation artificial intelligence created by Anansi Technologies. Alles klar. Amy ist so. Eine AI. Test your intelligence. You will test mine. Please step this way. I have a riddle for you. Ja, gut. Riddle me this, riddle me that. Who's afraid of the big black bat? So, an agent approaches a door and knocks on it. She hears a voice from the other side. Whisper 6. 3, she replies. The door opens and lets her through. A second agent approaches and knocks just the same. 7, he hears. 5, he replies. The door opens. You knock on the door and hear 1. What do you say? Ja, yeah, what do you say? Lass mich rein, du Arsch. That ain't working. Ich glaube auch, dass das nicht funktioniert. So, what do you say? Drin sagt 6, sie sagt 3. Ja. Drin sagt 7, er sagt 5. Ach, das ist doch wieder, warte mal. So, warte, was hatten wir? Wir haben erst 6, dann 3. Dann haben wir 7, dann 5. Ja. Und dann haben wir 1.
Also von 6 nach 3 sind 3. Von 3 bis 7 sind 4. Von 7 bis 5 sind 2. Oder 63, 75. Keine Ahnung. Mathe-Nachhilfelehrer. Mathe-Nachhilfelehrer. Einfach erste Klasse denken. 6 ist teilbar durch 3. Darum ist es 6 und 3. Und 7 ist teilbar durch 5. Nein, aber 7 und 5 ist also der Abstand. Tanja, nicht spoilern. So, kannst du 1 durch was teilen, außer sich selbst? Und das ist erste Klasse, okay. Ja, dann muss ja 1 sein dann auch. Nein, was? Nein! Ich kann 1 durch alles teilen. Ich kann jede Zahl durch 1 teilen. Wenn es nicht gescheit teilbar ist, dann könnte der nächste Abstand wieder welcher sein? Tanja, erzählt gerade unlogisch. Ja, ich wollte gerade sagen, die Erklärung macht keinen Sinn. Nee. Ich will ja nicht komplett spoilern. Ja, aber so verwirrst du mich nur mehr. Was hast du eben gesagt, wolltest du eingeben? 4, aber... Also die einzigen Zahlen, ich meine, was haben wir hier? Wir haben 1, wir haben 3, wir haben 6, 5, 6, 7. Also okay, nur die Zahlen 2 und 4 kommen nicht vor. Furia, möchtest du es anders erklären? Dann mach mal. Ich könnte ihm jetzt die komplett logische Erklärung geben, aber ich sage ihm einfach mal nur, es gibt zwei Dinge, die als Lösung in Frage kommen. Und nur einer der beiden Wege ist richtig. Das heißt, du hast in dem Fall eine 50-50 Chance, die richtige Antwort zu geben. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die teilbar und nicht teilbar Geschichte hat es für mich gelöst, weil für mich war das komplett logisch. Für mich war das komplett logisch. Du bist eine Frau. Ja! Also, ich wollte gerade sagen, ich finde, deine Erklärung hat wenig mit Mathe zu tun. Das ist nee, das natürlich Problem. Hat sie nichts mit Mathe zu tun. Das ganze Ding hat nichts mit Mathe zu tun. Das Ding hat was mit Mathe zu tun. Ach, Bullshit. So, soll ich das jetzt logisch lösen? So ein Unsinn. Du brauchst da kein Mathe für. Das ist einfach nur alle Grundrechenarten. Man braucht da kein Mathe für. Du brauchst nur alle Grundrechner. Man muss nur komisch denken. Nein. Ja, sicher. Da ist eine pure Logik hinter. Ja, mir doch scheißegal, ob da eine pure Logik ist, weil man braucht sie nicht. Du hast die Logik der Frau genommen. Einfach komisch denken. Ja, bitte, hallo. 6 ist durch 3 teilbar. Von daher passt es nicht. 5 bis 7 ist ein Abstand von 2, also 1, der nächste Abstand zu der Zahl. Nein. Was bitte das? Und du nennst das logisch, was du gerade gesagt nein, oder? Für mich war das vollkommen logisch. Gut, das, weil das hat nämlich, komisch. Das beinhaltet keinerlei Logik, ja? Okay, jetzt gehen wir auf die echte logische Lösung ein. 6 geteilt durch 3, 2. Das heißt, du hast da die 2. 5, 7. Minus 5. Minus 5 sind 2. Das heißt, du hast die Grundrechenart Minus benutzt. Das heißt, du hast noch 2 Grundrechenarten über. Nämlich einmal geteilt und einmal Mal. Nee. Nee, geteilt habe ich schon weg. Mal. Also nur Mal und Plus, ne? Ja. Addieren und multiplizieren. Ja gut, dann sind die beiden Möglichkeiten, die du hast, 1 und 2. Jeweils für das Rechenzeichen, was du da benutzen musst. Wenn es Mal ist, ist es 2. Wenn es Plus ist, ist es 1. Hä? Ja, du willst doch auf 2 kommen, danke. Oder? Nein. Du nimmst immer die 2 für die Grundrechnung. Minus 2 durch 2 plus 2 mal 2. Ich feiere das gerade so richtig. Dass die Logik ja, wieso? Wo ist der Unterschied zu dem, was ich gesagt habe? 1 mal 2 wäre eine Möglichkeit, um auf 2 zu kommen, oder nicht? Ja,
Dann bist du bei 1. Und bei 1 plus 2 bist du bei. 3, das ist natürlich richtig. Oho. 1 plus 1, ja. Finde ich gut. Gut, dann wären die einzigen Möglichkeiten also. Ich kenne einen guten Mathe-Nachhilfelehrer, der streamt auch. Zu dem sollte ich mal gehen. Ja, keine Ahnung, was sag ich? Ja, was sagst du? Ist bei der Reihenfolge auch ein Sinn dahinter? Weil du hast erst eine, erst nimmst du ja geteilt, also Punktrechnung, und dann nimmst du Strichrechnung und dann wieder Punktrechnung. Also die Sache ist, hier haben wir damals, als wir das erste Mal im Tower waren, das als dritte Frage gekriegt und oder vierte Frage, genau, drei oder vier kriegt man ja. Und da hatten wir so ein bisschen sehr viel Bammel, dass wir das Stockwerk nochmal machen müssen, wenn wir eine falsche Antwort geben. Ach Darum so. haben wir einfach das Ausschlussprinzip genommen und haben gesagt, okay, 2 ist das, womit gearbeitet wird. Also schließen wir das einfach mal als Lösung aus und nehmen lieber die 3. So sind wir damals daran gegangen. Und das war wahrscheinlich nicht das der Sinn der Sache oder wie oder Ich wofür. weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Wobei Punktrechnung und dann Strichrechnung und dann wieder Punktrechnung und dann wieder Strichrechnung ist auch eine Herangehensweise, stimmt. Ich finde meine Logik da immer noch besser. Egal, ich versuche mal Tu. Nein! Wieso nein? Ach nee, was dann rauskommt, ne? Muss ich sagen. Wieso? Zwei soll ich doch benutzen, oder nicht? Oh. Ich verstehe es immer noch nicht. Ach nee, ich will auf zwei kommen. Warte mal. Nee, 6 durch 3 ist 2. 7 minus 5 ist 2. 1 mal 2 ist 2. Oh. Wo ist Siehst dein. du, meine Damen und Herren, das passiert, wenn Mathe-Leute so ein Ding versuchen. Jetzt mal ohne Scheiß. Wieso? Was, wo ist denn das Problem an. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich verstehe es immer noch nicht. Was gehört da jetzt One rein oder was? Nein, natürlich nicht. Und zwei auch nicht. Nein. Ich verstehe immer noch nicht deinen Sinn. Dann verstehe ich den Sinn nicht. So, wie Wenn ich nicht gesagt, auf zwei kommen soll, dann funktioniert ja keine von den beiden Lösungen, die mich auf zwei bringt. hä? Du sollst auch nicht auf 2 du sollst auch kommen, du nicht auf sollst zwei die kommen. Antwort geben, die richtig ist, um die Tür zu öffnen. Die Sache ist, die 2 ist nur immer die Zahl, mit der du auf die Lösung gekommen bist. Echt? Bei 6 durch 3 Ja, sind zwei. da ist der die 2 halt und bei Das Ergebnis ist die 2, ja. ja Ja, und gut. Ich Und verstehe die das auch nicht. 5, die 7 minus die 5 ist das Ist das Ergebnis auch Ergebnis die auch 2. 2? Genau. Ja, aber das ist nur in allem der gemeinsame Nenner, wodurch du auf das geheime Passwort kommst. Ja, aber wenn ich einmal, ja, ich sag ja, und wenn das der gemeinsame Nenner ist, ja, dass das Ergebnis immer 2 ergibt. Ja, und du willst jetzt mit dem Multiplikator arbeiten. Oh Gott. Weil für dich die Logik ist Punktrechnung, Strichrechnung, Punktrechnung, Strichrechnung. Ja, aber Immer. das ist sie nicht. Darf ich da nochmal Frauenlogik reinschmeißen? Gram, wie groß ist der Unterschied zwischen 5 und 7? 2. Gut, und welche Zahl? Wie groß ist der Unterschied zwischen der Zahl 1 und welcher Zahl? Wie und ich, sag mal, willst du Zwischen mich 1 und welcher verarschen? Zahl ist 2 Unterschied.
Also, ich weiß, worauf Tanner hinaus will, weil ich die Antwort kenne. Ja, Das aber ich wäre verstehe. der Unterschied von 2 ist bei 3, aber dann müsste ich ja wieder Minus rechnen. Wo ist die Logik? Ja, wo Muss ist sie da dann. sein? Augenscheinlich müsst ihr das alles mit Mathe lösen. Wie gesagt, für mich war das vollkommen klar. Alles klar. Zwischen 5 und 7 ist der Unterschied 2, also muss der Unterschied zwischen der Zahl 1 und der Lösung, die da unten hin muss, auch 2 sein. Ach so, aber dass vorher der Unterschied zwischen den beiden Zahlen 3 ist, das interessiert völlig, ist eine Das habe ich Information, die auch. ignorieren wir einfach völlig. Ja, das hab ich komplett ignoriert. Frei nach dem Motto, das fiel für mich unter alles klar, das konnte man miteinander teilen, das interessiert mich nicht. Theoretisch könntest du mit deiner Herangehensweise eher auf das Ergebnis 2 kommen zum Schluss, weil du hast zuerst einen Unterschied von 3, dann hast du einen Unterschied von 2 Wie und dann gesagt, hätte ich Männer. gesagt, automatisch habe ich dann einen Unterschied von 1. Ja, Männer, nein. Wie gesagt, 6 kann man nicht teilen. Das funktioniert so nicht. 1 kann man nicht irgendwas Gescheites teilen. Also wird es derselbe Unterschied wie bei 7 und 5 sein. Der Unterschied ist 2. Sprich, die Zahl zu dem von 1, wo 2 Unterschied ist, ist 3. Fertig. 3 eingegeben, weitergelaufen. Alles gut. Und nicht über die Logik nachgedacht. Das Ja, interessiert mich das ist auch. gut, auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht. Das ist auch dein Problem gewesen bei diesem scheiß letzten Orochi-Teil in den Blue Mountains, weil du dir das Ja, ist kaputt ja, gelacht weißt du, ganz ehrlich, ich mache dreimal hintereinander ein Zahlenreihenrätsel, ja, und das letzte Rätsel mache ich dann nicht in Reihenrätsel. Ja, genau. Und weil du dir das Damit kaputt die gelacht Leute die ganze Zeit, die über Reihen nachgedacht haben, da verarscht werden, oder hast. Ja, was? natürlich. So. Ja, aber Also, wie, also ich möchte gerne noch eine logische Erklärung, wie ich auf 3 komme. das Ding ist, wir haben 2 als gemeinsamen Guck mal Nenner drauf. zwischen den Zahlen. Ja. Und ich bin auf die logische 3 gekommen, beziehungsweise wir damals sind auf die logische 3 gekommen, weil wir gesagt haben, okay, die 2 ist für alle der Nenner. Das heißt, die Das ist schließen wir ja einfach gut. aus als Antwort und nehmen lieber die 3, weil das dann wieder da reinpassen würde und halt auch nicht dem Nenner zwischen allen entsprechen würde. Das ist aber auch nicht wirklich, also da muss es doch eine sinnige Lösung für geben, oder? Ich weiß es nicht. Also sinnig Also wäre das für mich. Wie sinnig, gesagt, ist es guckt bitte nicht. mal in den Chat. Guckt, nein, guckt einfach mal in den Chat. Olli hat dadurch gekriegt. 6 durch 3 gleich 2. 7 minus 5 Ja, gleich geh 2. mal weiter 1. runter. Und das Ja, gleiche. weißt du, 1 mal 2 ist 2. 1 plus 1 ist 2. Nein, Nee, das 1 plus gleiche für 2. die Differenz. So, und wenn die Differenz 2 ist, dann kann die Antwort nur 3 sein. Aber sinnig wäre für mich nur die Lösung gewesen. Und wie kommt dann erklär mir bitte mal die Differenz zwischen 6 und 3. Die ist nämlich nicht 2. Es tut mir leid. Das ist keine Differenz. Das ist ein Quotient, wenn wir schon so reden wollen, weil es eine Geteiltaufgabe ist. Also. Das ist unlogisch. Das ist Da ist kein eine Logik, das Mathema. garantiert eine Ja, da Logik. mag einer hinter sein, aber den würde ich gerne dann erfahren. Also, Ja, das. also den Sinn habe ich auch nicht ganz verstanden, weil wenn ein Sinn sein sollte, dann hätte ich jetzt auf den Multiplikator gesetzt, weil Wie dann gesagt, hättest macht du wohl. 2 Wege, auf denen du zur selben Lösung kommst, weil 6 minus 3, da hast du dann zum Schluss 3. Genau. 6, dann 5. 7 minus 5 bist du bei 2, da hast du dann die 2. Und 1 mal 1 bist du bei 2, weil dann hast du die 1 als zweite Zahl verwendet und genauso wärst du auf dem anderen Wege auch auf die 1 gekommen. Also da hättest du 2 Wege, um zu 1 zu kommen, also runterzuzählen. Leute. Irgendwo fehlt da eine Logik, ja. Also ich sag's mal so, wenn es mit Formelumformung wenigstens raus funktionieren würde, ich meine, du kannst zum Beispiel, du kannst dir ja aufschreiben, ne, 1 plus 2 gleich 3, das stimmt schon. Und dann könnte ich schreiben, 2 gleich 3 minus 1. Das würde auch wieder funktionieren. Aber dann würde es trotzdem keinen Sinn machen, weil dann hätte ich zweimal eine Differenz und einmal
halt eine Geteiltaufgabe. Und deswegen, weißt du, also wenn das ein Produkt gewesen wäre zum Schluss, das wäre okay gewesen. Ja, wenn es einen, ich sag mal, was hat uns noch gefehlt hier, eine Summe gewesen wäre, ja, wäre auch okay gewesen. Aber das, also das macht für mich keinen Sinn, weil es selbst umgestellt hätte es dasselbe Rechenzeichen. Also das heißt, eine Reihenfolge kann es nicht sein. Und du argumentierst ja nach der Reihenfolge und das funktioniert nicht. Also das ist irgendwie schräg. Egal, aber wir schauen mal, was Amy mir jetzt... wir müssen ja nicht darüber nachdenken. Ich kann ja mal im Internet suchen. Vielleicht hat das irgendwer rausgefunden mit einer mathematisch nachvollziehbaren Lösung.